Hallo, willkommen zu einem neuen Kochvideo. Heute kochen wir ein Gericht, was ich in meiner Kindheit unglaublich gerne gegessen habe. Und zwar Hähnchen in Zwiebelsahnesoße. Ihr kennt es vielleicht aus diesen Tüten, ich weiß nicht, von bestimmt Maggi oder Knorr oder was auch immer es da für Marken gibt. Gab es immer dieses Fertigpulver und das hat eigentlich ziemlich lecker geschmeckt, aber. Naja, wer weiß, was da alles drin ist, was man nicht haben möchte. Deswegen machen wir das selber. Also, was brauchen wir dafür? Der Hauptprotagonist, Hähnchen. Wir haben jetzt hier 500 Gramm Hähnchenbrust. Wir haben schon 1 Liter Gemüsebrühe gekocht, aber wahrscheinlich brauchen wir nicht so viel. Das brauchen wir nur, um die Sahne später zu verdünnen. Also je nach Gefühl, wir brauchen tatsächlich auch ein ganz bisschen Mehl. Wir brauchen, wie der Name schon sagt, Zwiebelsahnesoße. Zwiebeln, ich habe jetzt hier mal 3 Stück. Und wir brauchen ein bisschen Knoblauch. Ich würde sagen, ich nehme so 3 Knoblauchzehen. Und Käse, das sind, also nicht jetzt hier auf dem Teller, aber ich habe insgesamt 250 Gramm Käse gerieben und ich werde auch diesen gesamten Käse verwenden. Da könnt ihr auch jeden nehmen, den ihr möchtet. Ich denke, das ist jetzt eher in die Richtung Emmentaler, weil man findet hier halt schwer europäischen Käse in Georgien. Ja, was machen wir jetzt zuerst? Wir schneiden die Zwiebeln in Hälften und dann in feine Ringe. So, die Zwiebeln sind jetzt in Ringe, diese ganze Schale. Den Knoblauch habe ich auch schon gepresst. Jetzt machen wir weiter mit dem Fleisch. Hier lagen schon, das war gefroren, da lagen diese kleinen Teile drin. Deswegen werde ich jetzt einfach alles etwas kleiner schneiden. Ich denke mal dieser Art. Und dann könnt ihr das Ganze so, wie ihr es gerne mögt. Salzen und Pfeffern, vielleicht Hähnchengewürz drauf machen oder Paprika. Ich habe mich jetzt entschieden für Salz, Pfeffer und Paprika. Und dann braten wir das Ganze an. So, wenn euer Öl heiß genug ist, könnt ihr das Hühnchenfilet oder Hühnerbrust von beiden Seiten kurz anbraten, bis es kross ist, vielleicht so 2, 3 Minuten und dann kommt es auch in die Auflaufform. So, das Hähnchen ist jetzt kross angebraten, oder zumindest angebraten, muss ja nicht extrem kross sein. Ich gebe das jetzt in diese Auflaufform und decke das mit Alufolie zu. Den Backofen habe ich mittlerweile auf 200 Grad Umluft vorgeheizt. Und dann brate ich jetzt in demselben Öl die Zwiebeln an. Da gebe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Öl hinzu. So, jetzt geben wir das Mehl hinzu und verrühren. Ihr könnt so 1 bis 2 Esslöffel Mehl nehmen. Und dann löschen wir das Ganze mit der Hühnerbrühe ab. Hier nehmen wir so circa 200 Milliliter. Und
jetzt gebt ihr auch schon eure Sahne dazu. Da habe ich 20%ige Sahne. Ihr könnt aber auch flüssigere oder festere Sahne nehmen, wie ihr es möchtet. Jetzt könnt ihr die Soße noch abschmecken, zum Beispiel mit Salz, Pfeffer, Muskat. Ihr könnt getrocknete Kräuter damit reingeben. Ich werde noch ein paar getrocknete Kräuter reingeben und schaue mal, ob genug Salz, Pfeffer dran ist. Lasst das Ganze noch circa 2 Minuten oder 3 zusammen einmal aufkochen. Noch ein bisschen Gemüsebrühe nachgeben, wenn ihr das Gefühl habt, es ist sehr fest. So, ich habe das Hähnchen doch noch mal umgefüllt in eine kleinere Form. Jetzt gebt ihr das gleichmäßig hier drüber. Ich habe das, wie gesagt, einmal abgeschmeckt mit Oregano, Salz und Pfeffer. Und gleich kommt natürlich noch der geriebene Käse drauf. Den dürfen wir nicht vergessen. So, wir geben jetzt den geriebenen Käse noch drauf. Da kommt das Ganze, wie gesagt, bei 200 Grad auf mittlere Einschubleiste rein. Ihr müsst mal gucken, wie lange ihr das drin lasst. Auf jeden Fall 20-25 Minuten. Es kommt aber darauf an, wie flüssig eure Sahne war und wie dick euer Hähnchen war. Wenn euer Hähnchen sehr dick von Anfang an ist, dann könnt ihr das auch ein bisschen plattieren oder einfach in der Mitte durchschneiden. Und dann ist es halt auch gar oder ihr könnt es halt vorher schon garen, zum Beispiel kochen und dann anbraten, wie ihr das möchtet. Da achtet halt nur darauf, dass es gar wird. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier so circa 250 Gramm Käse. Da könnt ihr, wie gesagt, jeden Käse nehmen, der euch gefällt oder auch Käse mischen, vielleicht auch Parmesan oder Mozzarella. Aber neutraler Käse passt eigentlich am besten. So, der Auflauf ist fertig, beziehungsweise das Hähnchen ist fertig. Das war jetzt tatsächlich gute 30 Minuten drin im Ofen. Ihr seht, es sieht richtig gut aus. Es brutzelt sogar noch ein bisschen. Hierzu könnt ihr zum Beispiel Reis servieren, ganz normal Kartoffeln oder Püree, Nudeln, vielleicht Bandnudeln, weil die ein bisschen breiter sind, oder Schupfnudeln oder auch Gnocchi. Also wie ihr möchtet, da habt ihr wirklich sehr viel Spielraum. Nichts ist natürlich falsch, was ihr gerne dazu esst. Ja, wir essen das jetzt so, weil das für uns beide eine ziemlich große Portion ist und wir haben leider keine Mikrowelle, wo wir das dann aufwärmen können. Und im Ofen, finde ich, wird das nicht so gut, wenn man das nochmal eher aufwärmt. So, ich versuche das jetzt mal hier rauszubekommen. Vorsichtig. Oh, die Schicht ist sehr schön. Ich mache es jetzt kaputt. So, ich habe mir jetzt hier mal ein schönes Stück Fleisch genommen. Es riecht super lecker. Die Soße ist auch cremig. Ich hoffe, es ist nicht zu heiß. Dann probieren wir mal. Na, wir gleich alles haben. Extrem gut, wirklich. Ich überlege, ob man noch was verbessern könnte. Vielleicht ein bisschen mehr Pfeffer in die Soße oder tatsächlich Muskat. Das habe ich jetzt da nicht reingemacht. Ich hatte ja noch Oregano reingegeben.
Vielleicht würde ich tatsächlich doch einen Käse nehmen, der ein bisschen kräftiger ist. Vielleicht doch ein bisschen Parmesan mit drüber geben oder vermischen. Aber, Richtig, richtig gut. Ja, was sagt ihr zu diesem Gericht? Kennt ihr das aus eurer Kindheit oder esst ihr das vielleicht auch so die ganze Zeit? Benutzt ihr dann die Tütchen oder macht ihr das immer frisch? Lasst mich das gerne wissen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Kochvideo. Lasst mir doch gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!